Herzlich willkommen zum Oktober-Update. Das Video für September hatte ich zweimal gefilmt, weil ich war beide Male nicht so ganz damit zufrieden. Im Oktober ist tatsächlich auch einiges passiert. Fangen wir erstmal an mit den Sachen, die wir für unsere Familie neu dazu bekommen haben. Ich habe als nachträgliches Geburtstagsgeschenk einen Dampfdrucktopf geschenkt bekommen. Den wollte ich schon ganz, ganz lange haben, einfach damit bei uns im Alltag das Kochen ein bisschen schneller geht. Und wir nutzen den super viel, also machen hauptsächlich Kartoffeln da drin und mein Mann kocht für sich Gulasch und ja, beide sind wir große Fans von unserem neuen Dampfdrucktopf. Dann wurde es Zeit und ich brauchte tatsächlich ein bisschen Umstandsmode, weil mir meine ganzen Sachen nicht mehr so sonderlich gut gepasst haben. Da habe ich mir zwei Langarm-Shirts bestellt, einmal so ein schwarzes, ein weißes und ein rosa T-Shirt und dann noch zwei Umstandspullis. Ebenfalls neu dazu bekommen ist eine rosa Wintermütze und dann haben wir noch gekauft 12 Aufbewahrungskisten für die Hemmniskommoden. Wir bewahren in dem Hemmnis die ganze Babykleidung drin auf und diese ganzen kleinen Teile fliegen halt einfach wild herum. Deswegen wollten wir da einmal ein bisschen Ordnung schaffen. Davon hatten wir auch schon einmal 12 im September bestellt und die passen halt perfekt einfach in diese großen Schubladen mit rein. Und die Kisten, die wir übrig haben, die sind dann bei uns im Kleiderschrank. Wir haben den Pax von IKEA. Und dann habe ich noch für mich gekauft 2 Speicherkarten fürs Video drehen. Eine davon habe ich tatsächlich auch schon wieder verschlappt. Und dann sind noch ein paar Sachen dazugekommen für unsere Tochter bzw. für unsere Wohnung. Ich weiß nicht, ob das Nestbautrieb ist oder ob das einfach so dieses Winterfeeling ist. Man ist mehr zu Hause und möchte sich das zu Hause gemütlich haben. Aber wir haben einfach nochmal einiges an unserer Wohnung gemacht und auch so ein bisschen in der Einrichtung gearbeitet. Fangen wir erstmal an, dass wir 2 Körbe für den Flur gekauft haben, indem wir zum einen Sandspielzeug und dann aber eben auch Kindermützen aufbewahren können. Wir wollen die Sachen eben nicht immer quer durch die Wohnung schleppen, sondern direkt dort haben, wo wir sie auch brauchen. Das gilt ganz besonders für das Sandspielzeug. Ich will halt einfach, dass das gleich ganz vorne verstaut wird und nicht den Sand ständig in der ganzen Wohnung haben. Dann noch ein Bastunterleger als Fußmatte, um die Kinderschuhe dort drauf zu stapeln. Und dann haben wir noch 3 Körbe fürs Kinderregal geholt, um da drin Spielzeug aufzubewahren. Körbe sind ja sowieso die Favoriten der Minimalisten. Aber nicht nur das, sondern ich finde den Maria Montessori-Ansatz total interessant. Und eine Idee daraus ist es eben, Kinderspielzeug attraktiv zu präsentieren, damit die Kinder auch gerne damit spielen. Und da haben wir eben noch ein paar Körbe geholt, um das machen zu können. Und dann haben wir noch gekauft einen Kinderspiegel. Das waren jetzt die Gegenstände, die neu in unserer Wohnung sind für die Einrichtung. Und dann haben wir noch die Kategorie Kinderspielzeug. Da ist neu mit dazu gekommen Sandspielzeug. Wir haben aber auch Sandspielzeug im gleichen Zeitraum wieder verloren. Da ist einfach eine super große Dynamik mit dabei. Also irgendwie kommen wir selten mit genau den gleichen Teilen wieder nach Hause, mit denen wir losgegangen sind. Wir haben 3 neue Kindermützen gekauft, 2 haben wir verloren. Auch da eine ziemliche Dynamik mit dabei und wir haben eine Puppe. Ich habe mich auch entschieden, dass das der letzte Monat ist, in dem ich explizit auf Kindersachen eingehe. Zum einen, weil ich es persönlich als langweilig empfinde, weil es so wiederholend ist. Also es sind halt Hosen, die zu klein sind, die werden ausgelagert oder die kaputt gehen, die kommen halt weg und neue Hosen kommen dann dazu. Und das gilt für die meisten Dinge, dass das einfach Veränderungen in der Größe sind oder eben saisonale Änderungen und wir da halt beispielsweise einen Schneeanzug hatten. Und dann ja, brauchen wir halt einen passenden Schneeanzug, kann man sich auf den Kopf stellen. Und es wiederholt sich halt jeden Monat und ich glaube, das hat wenig Mehrwert. Und das andere ist aber, ich glaube, das könnt ihr auch gut verstehen, dass ich das doch zu privat finde, weil das die Informationen über meine Tochter sind und sie da eben nicht drüber entscheiden kann. Und auf meinem Kanal dreht sich's um mich und um Minimalismus und natürlich ist meine Familie ein Teil von mir. Aber ich möchte trotzdem versuchen, das möglichst
separat zu halten. Und deswegen möchte ich diese Sachen, also auch gerade, womit spielt sie, wofür interessiert sie sich, nicht mehr so explizit hier teilen. Dann gibt es diesen Monat neu die Kategorie Tausch, denn wir haben einige Sachen 1:1 ausgetauscht. Zum einen ist das bei uns am Arbeitsplatz die Tastatur und Maus. Die Maus war kaputt gegangen und dann haben wir gleich gedacht, dann, wenn wir was Neues holen, holen wir uns etwas Kabelloses. Ich finde es halt schicker, als wenn überall diese Kabel rumfliegen. Und der, muss man ja auch mal sagen, der Arbeitsplatz ist halt bei uns mit im Schlafzimmer, also im Wohnbereich. Und deswegen ist mir das schon wichtig, dass das einfach alles schön und ästhetisch ist. Dann haben wir unsere Klobrille ausgetauscht. Auch das braucht, glaube ich, keine weitere Erklärung. Eine Familienklobrille, wo so ein kleiner Einsatz fürs Kind mit drin ist. Und dann einmal die Kamera. Ich hatte mir ja Anfang des Jahres den Nachfolger meiner Canon gekauft, aber damit war ich nicht ganz so zufrieden. Es lag hauptsächlich daran, dass die Kamera von Anfang an defekt war und nicht so funktioniert hat, wie sie das sollte. Sie hat keinen externen Ton mit aufgenommen. Dann war die ganz, ganz lange in Reparatur und danach war es immer noch nicht besser und ich hatte dann die Möglichkeit, die Kamera nochmal einzutauschen gegen die, die ich jetzt habe. Das ist die, glaube ich, Standard-Vlogging-Kamera, die Sony ZV-1. Und ihr merkt es vielleicht auch an den Videos, dass ich immer noch so ein bisschen am Ausprobieren bin, wie die Kamera halt die Videos genau so aufnimmt, wie ich sie gerne hätte. Ich bin da noch nicht ganz zufrieden mit den Einstellungen. Liegt auch daran, dass ich nochmal ein neues Licht habe, aber das kommt erst im November. Und einfach noch so ein bisschen am Ausprobieren bin, wie es ist. Also falls ihr nochmal Tipps habt und euch mit dieser Kamera auskennt, schreibt mir die gerne einmal in die Kommentare. Ich habe aber natürlich auch wieder ein bisschen was aussortiert oder ein bisschen was verloren. Fangen wir an mit der gelben Mütze. Deswegen habe ich mir auch die rosa Mütze als Ausgleich gekauft und tatsächlich ist es dieses Jahr so, dass ich da nur eine einzige Mütze habe. Ich habe auch noch zwei Stirnbänder. Dann durch den Dampfdrucktopf überflüssig geworden war der große Dampfeinsatz für den Topf. Also nochmal so ein Topf, den man extra reinstellen kann in einen Topf, um Gemüse schonend zu garen. Ich finde, gerade bei so grünen Gemüsen schmeckt es halt deutlich besser, als wenn man das ewig verkocht. Also Brokkoli gedämpft schmeckt 100-mal besser als gekocht. Kaputt gegangen ist unser Standmixer und den Standmixer, den hatte ich schon aufs Küchenregal gestellt, weil ich nicht ganz sicher war, ob ich ihn wirklich weggeben möchte oder ob er mir fehlen wird, ob es wirklich so gut klappt, den Smoothie mit einem, mit einem Pürierstab zu machen oder in der Magimix zu machen, wie ich mir das vorgestellt habe. Habe das ein bisschen ausprobiert und als wir dann nochmal den Standmixer benutzen wollten, war er durchgebrannt. Also das ein sehr, sehr gutes Zeichen. Dann habe ich aussortiert zwei Pullis und ein weißes Langarm-Shirt, auch ein Umstands-Langarm-Shirt, das mir tatsächlich einfach auch am Ende der letzten Schwangerschaft noch zu groß war und mir nicht gefallen hat. Kaputt gegangen sind meine Wanderschuhe und zwar schon Anfang Oktober, da waren wir eine Woche wandern im Elbsandsteingebirge und die Schuhe sind nicht wieder mit nach Hause gekommen. Und dann habe ich noch weiter aussortiert 4 Kochbücher. Meine Kollektion ist rapide geschrumpft. Ich habe jetzt tatsächlich, glaube ich, nur noch 4 Kochbücher, ein Kochbuch zum Fasten und das war's. Ja, tatsächlich nur noch 5 Kochbücher. Aus denen ich wirklich regelmäßig koche und die ich auch behalten möchte. Und dann habe ich als allerletztes noch aussortiert 5 Waschlappen. Was macht das jetzt also zusammen in Summe? Neu dazu gekommen sind insgesamt 20 Teile, wobei ich aber das Aufbewahrungsset auch als ein Teil gezählt habe, wobei es eigentlich aus 12 Teilen besteht. Und dann wären es nicht 20, sondern dann wären es 31 Teile insgesamt. Getauscht habe ich insgesamt 4 Sachen und aussortiert habe ich 15 Teile. Und damit sind im Oktober tatsächlich mehr Dinge eingezogen als ausgezogen sind. 20 neu, 15 weg, 4 getauscht. Also haben wir insgesamt 5 neue Teile dazu bekommen. Deswegen bin ich auch immer noch ein großer Fan von dem Konsumtagebuch, weil es nochmal die
Wahrnehmung schärft, weil es einem ganz klar vor Augen führt, was ist in den letzten Monaten passiert, was habe ich alles gekauft, was habe ich aussortiert, und die Erinnerung, die verblasst ganz, ganz schnell. Also ich weiß 2 Monate später nicht mehr, was ich gekauft habe. Und das Konsumtagebuch hilft mir dabei, auch nochmal zu reflektieren und zu verstehen, war das tatsächlich notwendig, war das ein guter Kauf, und daraus auch zu lernen und dann weiter und weiter bewusste Kaufentscheidungen zu treffen und auch immer bessere Kaufentscheidungen zu treffen. Damit sind wir beim Ende angekommen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und tschüssi und bis zum nächsten Mal.